Hallo lieber Wassermann, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns zusammen im Kollektiven deine Liebessituation anschauen mit deinem Konterpart. So, ich nehme jetzt ganz kurz die Kärtchen, weil ich sehe, dass ich sie gar nicht hingestellt habe. So, du hast einmal eine weibliche Energie, auch wenn du ein Mann bist und genauso eine Frau. Und natürlicherweise hast du auch eine männliche Energie, ja? Du valutierst die Situation. Du setzt das einfach um, so wie das passt für dich in deine eigene Situation. Für den Monat Juni 2023. Bitte bedenke, lieber Wassermann, was ich hier sage, kann nicht wortwörtlich mit dir hundertprozentig resonieren, ja? Erstens, weil es eine kollektive Legung ist und zweitens, weil jedes Mal eine andere Energie rauskommt, ja? Was du aber machen kannst, ist, lieber Wassermann, das empfehle ich euch von Herzen. Hört euch bitte auch die anderen Energien, Aszendent, Mond, Venus, Sternzeichen, weil die spielen auch eine sehr große Rolle, ja? Okay, gut, dann würde ich sagen, lieber Wassermann, lass uns starten. Ich starte mit diesen wunderbaren Love-Orakel-Karten, ja, für dich. Um was geht es hier? Welches Thema ist hier der Hauptthema? Ja, um was geht es hier? Mal schauen, da bin ich jetzt selber auch gespannt. Ich nehme jetzt die allererste Karte, die gefallen ist. Guck, die ist ja schon hier, wartet. Long Distanz, also hier ist eine Lunga Distanza, eine Ferne, die Ferne. Das ist, also das könnte gut sein, du hast eine Fernbeziehung oder diese Person hat sich von dir distanziert. Diese Person hat sich eine Auszeit genommen von dir, ja? Es könnte gut sein, dass der Kontakt momentan nicht herrscht, kein Kontakt ist. Funkstille, ja? Natürlicherweise könnte es auch gut sein, lieber Wassermann, ihr lebt gerade in dieser Distanzierung, ja, dass hier vielleicht dein zukünftiger irgendwo am Ende, ja, von einer ganz anderen Land ist, ja, und du bist hier in Deutschland. Oder das könnte auch gut sein, ihr habt einfach diesen Weg, den ihr fahren solltet, ja, und das ist nicht immer einfach, eine Beziehung so hinzubekommen, wenn gewisse Entfernungen da sind. Ja, also ich finde das gar nicht so einfach, ja, eine Fernbeziehung zu führen. Und ich sage immer, Hut ab, wer eine Fernbeziehung hat. Natürlicherweise bitte setzt du das um, weil das könnte auch gut sein, dass es eine Person, die sich distanziert hat oder eine Person, die geschlossen ist. Eine Person, die hier beobachtet, aber sich nicht preisgibt. Ja, natürlicherweise kannst du schon sehen, guck mal, diese Frau hier vermisst diesen Schiff. Und bestimmt ist in diesem Schiff jemand drin, ja? Da ist bestimmt, ich meine, der Herzensmensch drin, ja? Okay, du setzt das jetzt bitte um. Das ist das Hauptthema, um was es hier tatsächlich gehen könnte. So, als allererstes fange ich an bei der weiblichen Energie. Du als Mann kannst genauso mit der weiblichen Energie resonieren. Und wenn du jetzt eine Frau bist und du sagst, Katja, das passt perfekt, ja, dann setzt du das genauso um. Achtet bitte nicht auf die Kleinigkeiten. Achtet eher auf das, was ich sage bezüglich der Situation. Nicht, ob das er, sie ist, der das sagt. Wisst ihr, ich weiß es ja nicht. Ich sage euch nur das, was ich in den Karten sehe. Und das solltet ihr einfach umsetzen. Projektionen. Also, hier könnte jemand wirklich in einer Fantasiewelt leben. Oder das könnte auch gut sein, alles, was du quasi in dir hast, projizierst du in den anderen. Der andere ist nur ein Spiegelbild von dir. Wenn du jetzt sagst, Katja, zurzeit fühle ich mich wohl mit dieser Person. Das ist schön, was ich aufgebaut habe. Natürlich lassen wir jetzt diese Situation aus dem Spiel. Ja, wir konzentrieren jetzt uns nur auf diese Karte. Und diese Karte sagt uns einfach das, was wir wirklich sind. Das projizieren wir in den anderen. Wenn wir glücklich sind, dann ist der andere das auch. Der spiegelt das, was wir sind. Wenn du aber siehst, dass er traurig ist oder dass bei ihm etwas nicht stimmt, dann könnte es wirklich auch eine Projektion von dir sein. Natürlicherweise dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja bei sieben der Kelche. Manchmal ist es auch nur eine Illusion, die wir leben. Zu viele Möglichkeiten, zu viele Situationen, in der wir nach uns suchen, ja, weil die Wahrheit ist bei sieben der Kelche diese Entscheidung.
Das ist die Entscheidung, in der du dich suchst, in der du dich selber findest. Und vor lauter Suchen, Suchen findest du dich nicht. Du findest aber andere Menschen. Du findest die Projektionen, die du in anderen siehst. Du siehst quasi das, was du selber nicht in dir entdecken kannst, siehst du in einem Kerl oder in einer Frau. Ja, ganz einfach und ganz simpel. Du bist hier in dieser Situation. Also das kommt drauf an, lieber Wassermann. Ich weiß nicht, was du gerade erlebst, ob das positiv ist oder negativ. Ja, manchmal ist es auch so, was ich gelernt habe, bei ganz vielen, das ist klar, das lernt man dann mit der Zeit, ja, dass viele auch Beziehungen, wirklich tatsächlich Menschen haben, die keine Beziehungen wollen, weil sie selber Ängste haben, weil sie selber sich nicht binden wollen. Und dann begegnest du immer Männer oder Frauen, die sich distanzieren oder tatsächlich abhauen, ja, weil du selber in dir diese Angst hast und du projizierst das so in den anderen, nur du verstehst das nicht, du siehst es nicht mit deinen eigenen Augen, aber wenn das dann eine andere Person sagt, hey, könntest du vielleicht Angst haben, dich zu binden, und dann überlegt man und dann kann das gut sein, dass das der Grund ist, ja, okay, gut. Machen wir weiter, und zwar, ich werde jetzt diese Situation beschreiben mit meiner Yin und Yang Orakelkarte. Natürlicherweise, lieber Wassermann, das, was ich jetzt hier sage, kann dir auch dabei helfen, um zu sehen, ob das deine Legung ist. Oder quasi, du sagst, Katja, du beschreibst jetzt mein Herzensmensch, weil es geht hier tatsächlich um den Partner, Partnerin oder derjenige oder diejenigen, die du kennengelernt hast, ja. Falls du jetzt sagst, ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, dann gilt das auch. Wow, doppelt weibliche Energie. Die weibliche Energie ist eine passive, das ist dieses Akzeptieren, Annehmen. Alles, was weiblich ist, nimmt an. Alles, was männlich ist, schiebt ab. Also quasi agiert, tut und diese weibliche Energie nimmt an, du bist in dieser Annahme. Wahrscheinlich könnte es gut sein für dich, lieber Wassermann, wenn du jetzt eine Frau bist. Du bist wirklich in einer Phase, in der du Dinge von dir akzeptierst. Aber auch verstehst, dass alles, was dein Partner dir geben kann oder gegeben hat, auch irgendwie deins ist. Ja, dass ihr irgendwie verbunden seid. Das ist eine sehr, sehr schöne weibliche Energie. Das bedeutet für dich, du bist gerade in dieser Akzeptanz. Du versuchst, gewisse Dinge von dir auch zu akzeptieren. Auch wenn manchmal es uns schwerfällt oder wir nicht hundertprozentig glücklich sind. Aber das ist eine sehr tolle Energie. Ja? Und wenn du jetzt ein Mann bist, natürlicherweise kannst du selber auch sagen, ja, dass du dabei bist, etwas zu akzeptieren. Ja, du bist hier, sagen wir auch, sehr passiv noch. Ja. Wow, sehr, sehr schön. Also das passt wirklich zu einer weiblichen Energie, 100%. Du bist gerade dabei, alles loszulassen. Du bist wirklich in dieser, wie sagt man das, in dieser wahren Essenz, in dieser sauberen Essenz. Das ist wie wenn du hier mir fällt es jetzt nicht ein, das ist wie wenn du rein bist, Reinheit, ja, Purezza. Du bist unschuldig. Ich habe das mal gegoogelt und das bedeutet unschuldig. Ja, obwohl unschuldig vielleicht ein anderes Wort ist bei uns. Aber wie gesagt, ich sage dir das, was ich übersetzt habe. Ja, weil das habe ich nie irgendwie gefunden. Ich bin eins mit der Natur. Ich bin eins mit meiner wahren Essenz. Und ich versuche jetzt wirklich hier mich leiten zu lassen. Ja, also wir haben hier eine weibliche Energie, die in einer tollen Form ist, in einer schönen Form der Akzeptanz, versteht die Dinge, ist bereit, hier loszulassen. Natürlicherweise, lieber Wassermann, wenn du jetzt in so einer tollen Energie bist, dann könntest du auch eine tolle Beziehung haben. Oder zumindest versuchst du das jetzt zu bekommen. Du versuchst das im Besten zu wenden, ja, für dich. Okay, was haben wir hier? Ja, das habe ich mir gedacht. Also hier sind schon zwei Energien, ja. Das ist nicht deine Energie, lieber Wassermann. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du eher da bist und dieser Mensch sich ein bisschen isoliert hat. Dieser Mensch sollte nachdenken, sollte hier vielleicht ein Urteilsvermögen haben. Was ist hier los? Was will ich nicht? Bin mir vielleicht unsicher bezüglich dieser Situation. Ich habe mich isoliert, weil ich vielleicht das nicht packe. Das könnte aber auch gut sein, diese Person leidet an diese Ferne,
Genauso wie du. Das könnte ja auch diese Situation sein, ja? Wir nehmen jetzt wieder diese Karte mit rein. Das ist nicht einfach. Wenn sich jemand isoliert, dann sind es immer bestimmte Gründe. Ja, entweder sind es Gründe, die auch andere quasi einwirken. Andere sind hier auch dazu, wie sagt man das, irgendwie in diesen Spielchen mit drin. Oder das ist einfach deine eigene Situation und du versuchst, quasi von dieser Situation rauszukommen, indem du dich isolierst, indem du wirklich Abstand nimmst, ja, von deinem Gegenüberliegenden. Ich guck mal ganz kurz, ich habe das Gefühl, ich sollte mal diese, wow, das ist sehr, sehr schön. Hier kommt die Fülle, hier kommt etwas Schönes. Das ist immer das Gegenknoten, ja. Ihr wisst ja ganz genau, wir haben einen Nord- und einen Südknoten, ja, in dem einmal quasi das ist, was wir als Karma benutzen, ja. Wir kommen hierher, wir haben einen Karma zu bezahlen und das ist unser Karma. Und dann gibt es den anderen Knoten, ja. Und das ist für das, was wir hier gekommen sind, ja. Und ich habe das Gefühl, lieber Wassermann, entweder, natürlicherweise muss es jetzt nicht für jeden sein, deine Seele ist vielleicht nicht von der Erde. Deine Seele gehört nicht hundertprozentig zu dieser Erde. Ja? Wer kennt dieses Gefühl denn nicht, ja, dass man nicht hundertprozentig hierher gehört? Also das habe ich öfters, dieses Gefühl. Und das könnte gut sein, dass du jetzt sagst, ja, ich habe dieses Gefühl, Katja, ich bin ein bisschen anders wie andere. Und aber du hast hier ein erfüllendes Leben. Etwas, was du hier machen solltest. Etwas, was Schönes ist, ja, was dich glücklich macht, ja, nicht umgekehrt. Okay, das ist hier wirklich eine sehr schöne Energie. Natürlicherweise kannst du jetzt sagen, Katja, nee, das passt gar nicht. Ich fühle mich hundertprozentig geerdet. Ich weiß, dass ich hierher gehöre. Ich weiß, dass ich hier oft gekommen bin. Ja, das gibt es manche Menschen, die das schon wissen. Boah, ich bin schon bestimmt oft gekommen, weil ich gewisse Dinge gemacht habe, weil ich auch sehr viel Déjà-vus habe. Menschen, die oft hierher sich inkarniert haben, kennen natürlicherweise auch sehr viel. Ja. Aber es gibt auch welche, natürlicherweise dürfen wir nicht vergessen, dass nicht alle Seelen von der Erde stammen, ja. Es gibt ganz viele Dimensionen und es gibt andere Dimensionen, die hierher kommen, um etwas zu lernen, ja. Das könnte hier gut sein. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, hier hat sich die männliche Energie ein bisschen isoliert, um nachzudenken, könnte aber auch gut sein, du als Frau. Du hast das gemacht, du bist jetzt die Frau, weil du einfach gewisse Dinge verstehen möchtest. Woher komme ich? Was bin ich? Was will ich denn erreichen in meinem Leben? Was stimmt mit mir nicht? Wieso ziehe ich solche Personen an? Ja, das sind diese Fragen, die wir uns eigentlich stellen sollten. Die habe ich mir auch schon längst gestellt, weil ich habe ja auch in meiner Jugend oder ich habe auch in den früheren Zeiten, sagen wir mal so in der Vergangenheit, Menschen angezogen, ja, lieber Wassermann, ich bin auch ein Mensch so wie du und ich habe genauso Fehler gemacht und dann habe ich mich gefragt, wieso habe ich diese Personen angezogen, wieso ist das passiert und dann gibt es immer gewisse Antworten, ja, die kommen einfach so, ja, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay, gut, machen wir weiter. Schönes Thema, da könnte ich wirklich bis morgen da sitzen, lieber Wassermann, ja, okay, für dich im Kollektiven. Für dich. Um was geht es hier, ja? Mal gucken, was sie uns hier beschreiben für eine Situation mit dieser Person, was hier uns gesagt wird. Ich sag ja, das könnte gut sein, du bist wirklich jetzt in dir. Ja, die weibliche Energie, ob du jetzt Mann oder Frau bist, die weibliche Energie versucht jetzt hier in sich reinzugehen, ja? Eins zu werden mit der Essenz, ja? Das könnte hier gut sein. Aber gleichzeitig habe ich hier jemand, der sich isoliert. Das kann deine Energie sein oder von ihm, ja? Wenn du jetzt eine Frau bist. Diamo. Diamo, hier sind Gefühle im Spiel. Oh, ich kriege Gänsehaut. Lieber Wassermann, ich habe das Gefühl, natürlicherweise, ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt hier die Einzigste bist, das es fühlt. Aber hier sind so starke Gefühle. Ich liebe dich. Hier ist bereit jemand, den anderen das zu geben, was er braucht, ja, zumindest von einer Seite. Wow, ich liebe dich. Oh, bisogno di te, also die weibliche Energie ist hier hundertprozentig devota. Wie sagt man das auf Deutsch? Die Hingabe. Ich bin wirklich, das ist die Hingabe, die ich habe für ihn. Ich bin wirklich eins mit ihm. Ich fühle mich eins mit dieser Person, ja. Wow, fantastisch. O un'ossessione per te, also entweder hast du hier ein Ex,
Ich muss gerade lachen, lieber Wassermann, weil ich weiß, das ist immer dieses eine. Weißt du, diese Karte ist ein bisschen kompliziert. Das ist eher so eine Energie. Ich bin besessen von dir. Ich kann dich nicht loslassen. Wahrscheinlich ist hier jemand, der vielleicht einfach das nicht checkt. Ja, oder du hast hier jemand, der immer noch für dich kämpft, der dich liebt über alles, der einfach von dir besessen ist. Tatsächlich, also hier, entweder bist du das als Frau, du sagst, Katja, dieser Mann ist für mich alles. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ist er das auch oder ist er das nicht. Das werden wir sehen. Wir werden einfach die Karten uns anschauen, ja. Aber ich habe dieses starke Gefühl, lieber Wassermann, dass hier eine Energie total verliebt ist, total im siebten Himmel. Das ist wie wenn hier diese Energie hier sagt, ich würde alles für ihn tun oder für sie. Sie ist für mich alles. Ja, natürlicherweise können wir hier sagen, ist es ein Mann? Das kann ich dir jetzt nicht hundertprozentig sagen. Ja, du kennst deine Situation. Ja, weißt du, was ich mache? Ich nehme noch mal eine Karte. Ich möchte noch mehr wissen. Non vorrei che fossi troppo tardi. Hier kommt vielleicht jemand zu spät. Oder hat zu spät verstanden, dass er dich liebt. Hat zu spät verstanden, dass hier tatsächlich wahre Gefühle im Spiel sind. Manchmal ist es zu spät. Manchmal ist es wirklich zu spät, um auch eine Beziehung zu retten, auch wenn man diese Beziehung retten möchte. Es gibt keinen anderen Ausweg, ja. Der andere ist nicht mehr bereit zu warten, ja. Du setzt das jetzt bitte um. Natürlicherweise könntest du jetzt sagen, Katja, ich weiß, dass er alles gemacht hat, aber es gibt Grenzen und ich habe diese Grenzen gesetzt in meinem Leben. Ich möchte einfach jetzt für mich sein. Ja, vielleicht hast du dich distanziert von ihm und er spielt immer noch verrückt. Ja, das könnte auch gut sein. Er sieht nur dich. Ja, lieber Wassermann, du bist hier die Perle für ihn. Du bist seine Perle. Ja, ich glaube, ich werde das so nennen. Du bist seine Perle, weil ich weiß ja nicht, wer hier ist, wer hier zuschaut. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Person für dich alles tun würde, ob du jetzt Mann oder Frau bist, ich weiß es nicht, ja. Aber er ist hier total besessen. Natürlicherweise kannst du doch sagen, Katja, du weißt gar nicht, was ich mit ihm erlebt habe oder mit ihr erlebt habe. Die Hölle. Manchmal ist es so, ja. Ich weiß, die Menschen merken das dann einfach zu spät, ja. Die machen seine Fehler, benehmen sich daneben und dann denken sie, das ist alles gut, wenn ich jetzt wieder zurückkehre, ja. Okay, gut. Ich trinke ganz kurz meinen Kaffee. Der ist nämlich frisch. Du bist heute mein erstes Sternzeichen, lieber Wassermann. Also ich schaffe am Tag höchstens drei, weil das ist klar, man hat auch einen Haushalt und es ist ein schönes Wetter. Man genießt das auch, man macht vielleicht ein bisschen im Garten, man putzt, man macht Großputz. Ja, also lieber Wassermann. Normalerweise kann man mit dem am Morgens, ich starte richtig früh, ja, könnte ich mehrere Videos drehen, aber das klappt nicht immer, ja, das ist nicht so, wie man das sich vorstellt. Und dann hat man auch noch Kinder, man hat Hausaufgaben, Dinge zu tun, ja. Wer kennt das nicht? Wenn du eine Mama bist, kennst du das, ja? Okay, für dich im Kollektiven. Und natürlicherweise, ich drehe nicht einfach Videos in 10 Minuten, das solltet ihr auch beachten, ja. Ich drehe Videos, die wirklich lang sind, weil ich investiere da meine Zeit und ich mache das liebend gerne. Sobald ihr seht, dass ich da rummache, das ist nicht meins. Das ist dann nicht mehr meins. Ich höre auf damit, ja. Weil das war genauso, wo ich einen Job hatte. Wo ich angefangen habe, schnell, schnell zu machen oder das mir nicht gefallen hat. Das war nichts für mich. Da habe ich das einfach gelassen, ja. Ich nehme jetzt diese zwei Karten. Mit Amore e Dramma. Più di un'amicizia. Hier ist Freundschaft plus. Und Ignorarsi. Natürlicherweise kann das gut sein, du ignorierst diese Person. Du möchtest nicht diese Liebe. Du bist vielleicht nicht hier, ja, einverstanden. Oder du fühlst nicht das Gleiche, wie er das fühlt. Das könnte aber auch gut sein, jemand hat sich hier verliebt in seinen besten Freund oder seine beste Freundin. Wer weiß? Man weiß nie. Ich sage immer, Freundschaft zwischen Mann und Frau könnte natürlicherweise existieren oder könnte geben, gibt bestimmt. Aber einer tendiert immer mehr Gefühle aufzubauen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, lieber Wassermann, weil ich weiß nicht, du erlebst es hier gerade. Also hier könnte eine Freundschaft plus sein, ja. Das setzt du bitte jetzt um, weil natürlicherweise ist es klar, jeder hat seine Situation. Oder das könnte ja auch gut sein, dass diese Person hier auch noch eine andere Beziehung hat, okay? Und diese ganze
ignorieren, dass man sich hier nicht respektiert. Das könnte auch von der anderen Seite kommen, ja? Dass diese Person hier eigentlich gar nicht mit der anderen Person sein möchte, sondern mit dir, ja? Jetzt schauen wir mal weiter. Ich ziehe, warte mal, ich gucke mal ganz kurz hier drunter, Conversazione, cuore a cuore. Also hier sind Gefühle von beide. Hier haben beide Gefühle aneinander. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, für wem ist das zu spät. Das könnte auch gut sein, die Kontrapart. Die Kontrapart möchte wieder diese Beziehung retten, ja, von diesem Mann oder von dieser Frau. Aber das geht nicht mehr, weil diese Person das nicht mehr will, weil diese Person sagt, ich will dich, ja. Du, in dieser Legung könntest du diejenige sein oder derjenige sein, ja. Ich ziehe aber nochmal eine Karte, ich bin hier sehr, sehr gespannt. Und da hast du die Lösung und da hast du wirklich den Resultat, ja. Die Lösung auf diese Situation, ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich habe richtig gesehen, ja. Ich habe richtig gemerkt, ich habe richtig gefühlt, weil das ist wie wenn hier diese Gefühle von beide kommen, nicht nur von einer. Also lieber Wassermann, ich weiß jetzt nicht, was hier Sache ist. Entweder hast du hier mehrere Männer, die vielleicht, tatsächlich ist es so, du hast einen Kumpel und du hast jemand Neues kennengelernt und du weißt, dass dein Kumpel für dich Gefühle hat oder deine Freundin. Okay, ich weiß jetzt nicht, bist du Mann, Frau, das setzt du einfach um. Aber du kannst ihm oder ihr das nicht geben, was sie will, weil du bist schon glücklich, du hast hier vielleicht schon deine Liebe gefunden. Ja, also wie gesagt, du bist hier seine Perle und das wird hier bestätigt, ja. Sehr, sehr schöne Legung, gefällt mir, total. Also du projizierst hier schöne Dinge, keine mangelnde Dinge. Weil wenn du jetzt hier mangeln würdest, ja, dann würde nicht solche Karten rauskommen. Natürlicherweise kannst du auch sagen, Katja, mein Leben war jetzt gerade auch nicht das allerbeste, aber du hast hier gearbeitet oder du hast vielleicht auch unbewusst an dir gearbeitet, ja? Es ist klar, natürlicherweise könnte es auch gut sein, du hast mit jemandem dich, wie sagt man das, du hast dich von jemandem distanziert oder jemand hat sich von dir distanziert, aber du könntest hier trotzdem noch eine Chance haben. Du könntest hier noch jemand kennengelernt haben oder du könntest noch jemand kennenlernen, ja? Also auf jeden Fall sehr positive Karten. Ich kann jetzt die Karten nicht schlecht reden, lieber Wassermann. Wenn du jetzt sagst, Katja, nö, das ist nicht meine Legung, dann ist es nicht deine Legung, ja? Zwinge dich nicht, ja, lieber Wassermann. Aber bevor du hier wirklich dann auch sagst, nee, das ist nicht meine Legung, empfehle ich euch auch, hört euch diese Legung an, ja, hört euch auch diese Part an, weil viele vielleicht gehen davon aus, ja, weiblich, ich bin Frau, ich gehöre hier, nicht immer, ja, das ist nicht immer so. Okay, mit den Tarotkarten schauen wir uns die Situation an. Also, natürlicherweise wird hier ein Gespräch geführt. Im Juni wird hier geredet, Herz zu Herz. Man sollte hier mit diesen Menschen reden, weil die Gefühle sind von beide. Cuore a cuore. Das ist jetzt nicht nur, ich rede mit ihm, weil ich das Bedürfnis habe oder ich rede mit ihr. No, das ist jetzt hier wirklich dieses Reden von Herz an Herz, weil wir beide dasselbe wollen. Ja, hat sich da was gedreht? Ich habe jetzt gar nicht hingeschaut. Okay, gut. Ich picke jetzt hier mal ein paar Karten. Cuore infranto. Ein Herzensschmerz, jemand, der hier verletzt worden ist. Jemand, der wieder zurückkehren könnte, vielleicht diese Person, die dir wehgetan hat. Oder diese Person akzeptiert hier einfach nicht, dass du ihn losgelassen hast, ja? Ich sag ja, hier ist jemand besessen von dir. Eine verliebte Dame, eine Dame, die hier Gefühle investiert hat, ja? Und natürlicherweise kann es sein, dass der Mann, der hier dich verletzt hat, gleichzeitig auf dich zutreffen könnte. Ja, du bist hier eine sehr empathische Dame. Du wirst hier beschrieben als eine sehr, wie sagt man das, geöffnete Energie. Die Königin der Kelche, das ist wirklich eine sehr, sehr empathische Energie. Ja, sie spürt alles doppelt. Ja, das ist eine tolle Mama, eine sehr tolle Mama. Auf eine Aufmerksamkeit, die sie den Menschen schenkt, das ist bei der König der Kelche wirklich sehr toll. Natürlicherweise geht es hier auch um sich selbst. Die Königin der Kelche versucht hier auch in seinem Leben gewisse Dinge zu erreichen. Das könnte gut sein, dass jetzt die Königin der Kelche hier zwiegespaltet ist zwischen zwei Energien. Ja, wer weiß, weil hier haben wir auch zwei Energien. Du könntest hier eine junge Dame sein. Du hast hier vielleicht einmal einen Page der Münzen, der hier wieder zurückkehrt, der vielleicht auch hier dir wehgetan hat. Okay, und hier könnte aber gleichzeitig eine neue Romanze sein.
eine Kennenlernphase. Du hast hier vielleicht mit jemand geflirtet. Was ich aber hier auch sehen kann, ist, dass die Kinder hier eine große Rolle spielen in dieser Beziehung. Ja, dass vielleicht hier der größte Faktor die Kinder sein können. Ja, ich habe vielleicht hier Schluss gemacht oder ich habe hier vielleicht mich distanziert wegen meiner Kinder. Ja, weil meine Kinder könnten hier auch Priorität sein. Also ich sehe das immer so, dass die Kinder natürlicherweise auch an der ersten Stelle kommen. Ja, und du könntest jetzt hier auch eine Mama sein. Natürlicherweise hast du vielleicht auch Kinder, hast du vielleicht gewisse Dinge und das könnte hier gut sein. Die andere Variante, was ich hier sehen kann, ist, dass diese Person hier vielleicht wieder zurückgekehrt ist zu seiner Frau, zu seiner Partnerin, weil hier Kinder im Spiel sind, weil er vielleicht hier nicht nur Kinder, sondern hier auch eine finanzielle Situation ist. Und er hat hier vielleicht auch den Unterhalt zu zahlen oder gewisse Dinge. Es geht hier auch vielleicht um Money, Geld, ja? Du setzt das bitte um, wenn du jetzt eine junge Frau bist. Natürlicherweise könntest du zwei Verehrer haben, könnte gut sein. Oder du bist hier einfach eine Frau, die vielleicht auch mit jüngeren Männer schreibt, ja, jüngere Männer, jüngere Energien, etwas Tolles, eine schöne Situation, eine neue Situation. Also auf jeden Fall bin ich mir hier bewusst, dass hier zwei Menschen dasselbe spüren. Nur ich kann dir jetzt nicht sagen, ja, weil dieser Kerl, der hier zurückkehrt zu seiner Ex-Frau, und das könnte hier die Ex-Frau sein, ja, oder die Ex-Partnerin, könnte genauso Gefühle haben für dich. Aber das ist vielleicht einfach so eine Situation, indem er hier das sollte oder muss von sich aus, ja. Das ist wie, ich habe keine andere Wahl. Ich mache das, auch wenn es mir weh tut. Auch wenn ich jetzt wirklich leiden werde von dieser Situation. Ich sollte das durchziehen oder ich tue das, ja. Natürlicherweise, vergiss nicht, hier ist das non vorrei che fosse troppo tardi, dass es zu spät wäre für diese Entschuldigung. Weil vielleicht hat diese Königin der Kelche schon jemand Neues kennengelernt, schon eine neue Beziehung angefangen. Und dann ist es zu spät für dich, ja? Dann hast du quasi die Karte gezogen, in dem draufsteht, zu spät, der Zug ist abgefahren, ja? Okay, gut. Wo stelle ich jetzt die Karten hin? Machen wir es so. Ich habe nämlich keinen Platz mehr. Ich habe wirklich keinen Platz mehr. So machen wir das. Bei dir habe ich jetzt mehrere Karten rausgezogen. Ich hatte einfach dieses Gefühl. Und hier noch diese schöne Karte. Ich bin besessen von dir. Ja, natürlicherweise, die Männer, die haben da eine ganz andere Sichtweise. Das ist ein bisschen kompliziert. Ich verstehe das gar nicht, wieso manche Männer so ein Drama machen. Ja, wenn sie wissen, dass sie eine Frau wollen. Natürlicherweise kann es ja auch liegen, du bist jetzt hier ein Mann und du kämpfst hier um diese Dame. Diese Dame hat ja dein Herz erobert, könnte ja auch gut sein, ja? Oder du hast dich vielleicht falsch benommen, du hast vielleicht einen Fehler gemacht, aber diese Frau hat schon hier jemand anderem kennengelernt, hat schon eine neue Situation, ja? Okay, gut. Wir gucken jetzt uns die männliche Energie an. Ich habe hier auch das Gefühl, wenn ihr wirklich in einer Distanzierung seid, ja, dass ihr euch Zeit genommen habt, dann könnte es gut sein, dass man hier ein wichtiges Gespräch führen wird. Ja, wie sieht es aus? Wollen wir hier diese Beziehung noch weiterführen oder wollen wir diese Beziehung aufgeben? Also, was ich hier sehe, ist natürlicherweise, dass hier Gefühle im Spiel sind, ja? Das sind jetzt hier nicht nur irgendetwas, sondern das sind schon Gefühle. Natürlicherweise hast du hier auch mit so einer Energie zu tun, die sehr kindisch ist, ja, sehr unzuverlässig. Aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass hier eine Energie ist, die das Gleiche wie du will. Ja, deswegen sage ich ja, hier könnten auch mehrere Männer vorhanden sein. Okay, hier sind zwei Karten gefallen. Verständnis, wow, sehr, sehr schön. Und Erlebnis, das gefällt mir hier, ja. Also, das ist klar. Die männliche Energie erlebt gerade etwas Neues, ist gerade voll in dieser Kreativität, kann sich in den anderen hinein verständigen, hat verstanden, was Sache ist, ist wirklich in vollstem Vertrauen. Das ist wie wenn die männliche Energie hier nicht aufgibt. Verstehst du das? Die männliche Energie, ich habe das starke Gefühl, was ich jetzt hier bei diese zwei Karten sehe, energetisch. Wie wenn die männliche Energie sagt,
ich gebe diese Person nicht auf. Ich weiß, dass aus uns beide etwas werden kann. Ich weiß, dass wir wichtig sind, ja, dass diese Beziehung wichtig ist, dass du mir wichtig bist, ja. Das könnte ich hier sehen, ja. Okay. Okay, so, dann machen wir weiter mit den Yin und Yang Orakelkarten, ja. Wir schauen uns die Situation an. Guck mal, ich mache das so, weil ich brauche jetzt den Platz für die männliche Energie. Was haben wir hier? Oh, Self-Care Energy. Also er ist gerade dabei, wirklich in sich hineinzugehen. Er ist gerade dabei, um sich selber zu kümmern. Das ist wie wenn er jetzt hier etwas macht, im Guten für sich. Er beschäftigt sich mit sich selbst. Das ist eine schöne Energie, das ist eine tolle Energie, ja. Das ist jetzt nicht irgendetwas, sondern er weiß ganz genau, dass er in sich sehr viel rausziehen kann. Vielleicht ist es auch deshalb, weil er sich distanziert hat, weil er sich klar werden sollte, weil er gewisse Dinge klären möchte in seinem Leben. Und manchmal tut man das, ja. Man distanziert sich von einer Person, um einfach einen klaren Kopf zu bekommen. Also es geht hier tatsächlich um ihn. Er kümmert sich hier um seine eigene Energie. Er kümmert sich um sich selbst, ja, um seinen Körper. Er pflegt sich hier, ja. Das ist eine Person, die sich pflegt. Wow, hu, hu, hu. Also fantastische Legung, lieber Wassermann. Il Fato. Hier kommt das Göttliche herein. Also hier fließt diese Energie, wie wenn hier jemand zuschlagen würde. Weißt du, il Divino, der hier, das Göttliche, weißt du, das hier irgendwie seine Hand drin hat. Und gewisse Dinge werden hier bestimmt. Ja? Das ist so, wie wenn du jetzt sagst, Wassermann, ich habe das Gefühl, dass ich mit dieser Person zusammen sein sollte. Und nichts, aber nichts kann uns auseinanderbringen. Und genau so ist es, weil es hier diese göttliche Energie auch so will. Hier ist das Göttliche mit seinem Blitz, erschlägt hier. Ja? Das ist wie wenn du jetzt sagst, es kommt etwas auf mich zu, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Aber das ist schon auf deinen Weg, auf deinen Seelenweg. Das ist von deiner Inkarnation schon abgemacht worden. Ja? Das ist klar, wir vergessen sowas, wir wissen sowas nicht. Aber die Göttlichkeit da oben, diese universale Energie, vergisst gar nichts, ja. Und das ist schon alles hier auch programmiert ein bisschen, ja. Man darf jetzt nicht Angst haben und sagen, boah, wo bin ich jetzt als Kreator? Nein, das ist nicht so. Aber gewisse Dinge sind schon auch vorbestimmt, wie Menschen, die du kennengelernt hast oder Menschen, die in deinem Leben kommen, ja. Das ist einfach eine Bestimmung, ja. Du tust nicht Menschen zufälligerweise kennenlernen, ja. Also das ist eine sehr tolle Energie. Also ich kann jetzt von der männlichen Energie nichts Schlimmes sagen, ja. Das ist ja auch hier mit diesen Pagen nochmal sehr ähnlich, also sogar sehr, weil das die gleiche Karte ist, ja. Bei den Osho Zen ist es auch, ja, die, wie sagt man das, der Page der Kelche. Und ich habe das Gefühl, dass ihr beide wirklich sehr viele Gemeinsamkeiten habt, ja. Manchmal ist es auch so, man ist so ähnlich, dass man irgendwie das gar nicht akzeptiert oder auch öfters dann, wie sagt man das, Unklarheiten hat oder Streitigkeiten, weil man gleich ist, ja. Die Kontrapart könnte hier auch, wie sagt man das, vieles von dir haben. Kein Wunder, dass ihr diese Projektion habt, weil ihr beide sehr viele Ähnlichkeiten habt. Also das ist wie wenn hier der eine quasi vom anderen das spiegelt, was der andere nicht sieht. Ja, und genauso ist es andersrum. Ja, das ist etwas Schönes. Wie gesagt, er versucht jetzt hier Trascendere, diesen Urteilsvermögen zu haben, dieses zusammen zu schmelzen, eins zu sein, seinen Ego, auch an seinem Ego zu arbeiten. Das ist klar, der Ego, das ist immer so eine Energie, die macht sehr viel kaputt. Das Ego kann sehr viel kaputt machen, ja, wenn man vom Ego agiert. Ich würde nicht sagen agiert, sondern reagiert. Weil agieren ist viel, viel besser. Das ist eine neue Energie. Und reagiert hat damit zu tun, dass du auf eine Situation wieder reagierst, die du erlebt hast in der Vergangenheit, ja. Und er hat diese Distanzierung gebraucht. Du könntest jetzt hier sagen, ich bin die Frau. Ich bin jetzt hier die Frau. Ja, ich bin hier diese weibliche Energie, ich versuche jetzt in mir reinzugehen. Ich weiß ganz genau, was Sache ist und ich versuche jetzt, wie ich auch hier sage, das ist die ähnliche Energie, das ist fantastisch hier, ja. Ich lasse sie jetzt gerade so
Ich nehme da keine Karten mehr, weil ich habe hier schon genug gesehen. Lieber Wassermann, also Kompliment hier bei dieser Legung, weil die Energien sehr ähnlich sind. Das kann auch gut sein. Du bist hier vielleicht Single, hörst es dir einfach an. Und du bist hier an deiner weiblichen Energie, passive Seite. Und du bist gerade hier bei deiner aktive Seite. Das könnte auch gut sein, ja? Okay, ich brauche jetzt hier meine Love Message. Messaggi d'amore. Love Message für dich. Ah, ich habe sie jetzt gesehen. Ich habe sie jetzt gesehen. Ich habe sie gesehen, beide. Non provare a controllarmi, nessun altro ti deve avere. Okay, deve averti. Ich sage das jetzt so, wie ich das sehe. Quasi, ich übersetze es dir immer so, wie wenn jetzt hier jemand sagt, hey, keiner darf dich haben. Keine andere darf dich haben. Du gehörst mir. Ich habe das Gefühl, hier sind zwei Energien. Ich bin mir sicher, hier sind irgendwie zwei Energien. Das könnte auch gut sein. Die Kontrapart. Sie möchte hier diesen Mann kontrollieren. Natürlicherweise kannst du jetzt auch sagen, ja, Katja, ich bin der Mann und ich weiß, dass sie ja einen Partner hat und der Partner kontrolliert sie öfters, kontrolliert die Beziehung oder mischt sich ein. Das könnte ja auch gut sein, weil hier möchte jemand die Kontrolle übernehmen. Aber gleichzeitig haben wir jemand, der sagt, hey, kein anderer darf dich haben, du gehörst mir. Du bist meine oder du bist meins, ja? Ich sag dir, du bist seine Perle und ich bestätige es wieder. Ich weiß jetzt nicht, wer das ist. Natürlicherweise kannst du das wissen. Se pensi che i ti ingorri, di sbagli. Also wir haben jetzt hier auch jemand, das könnte auch gut sein, du als Frau, du hast hier verstanden gewisse Dinge, aber du sagst hier, wenn du denkst, dass ich dir hinterherrenne wie ein Dackel, dann hast du hier, liegst du falsch oder du machst den totalen falschen Bild von mir, weil ich werde dir nicht mehr hinterherrennen. Ich werde nicht mehr dieses Hund sein, der jedes Mal immer, wie sagt man das, konstant da ist, wenn du das brauchst, ja, und wenn du dann weg bist und ich immer noch da bin und warte. Verstehst du das? Das geht nicht. Das ist ja keine schöne Energie. Eine Frau oder ein Mann, der ganze Zeit wartet auf die andere, bis er einen Schluss zieht, ja. Natürlicherweise spielt hier auch die höhere Macht eine große Rolle. Und wenn das Schicksal zuschlägt, ich Vater, das ist wie eine Art, ich glaube, auf Deutsch sagt man das auch so, Fatum, irgendwie sowas, weil ich habe das schon mal gelesen in einem Buch, ja, und bei uns ist es Ifato, man weiß schon, was es bedeutet, ja, wenn du jetzt meine Sprache beherrschen tust, weißt du, was ich meine, und das geht anders nicht, ja, Ifato, das, was zuschlägt, das ist etwas Größeres, ja, und eine größere Macht spielt hier eine Rolle, okay, und natürlicherweise, wenn ihr zusammengehört, dann kann euch nichts auseinanderbringen. Aber ich habe hier auch eine Energie, die sagt, ich werde dir nicht mehr hinterherrennen. Ich werde nicht warten, bis du hier zurückkehrst. Natürlicherweise kann es auch sein, guck mal, da hast du die Lösung. Hier ist die Lösung. Das ist zu spät. Diese Person hat hier das zu spät gecheckt. Und du könntest schon in einer ganz anderen Situation sein. Bitte beachtet, dass der Juni noch nicht mal vorbei ist. Wir sind am Anfang von Juni, ja? Und diese Karten, die ich auch zeige, das ist schön, weil ich habe auch Bestätigung bekommen von meinen Abonnenten, dass es so ist, dass manche Dinge sie davor gehört haben und dann wirklich dann später passiert sind. Nach 5, 6 Monate, ja? Und das könnte ja auch so eine Situation sein. Du denkst ja, diese Person ist weg, hat sich distanziert, du hast den Abschluss mit ihm. Auf einmal kehrt er wieder zurück. Ja? Auf einmal meldet er sich vom Nichts. Ja? Manche Männer sind so, manche Frauen sind so. Das kommt immer drauf an. Ja? Ich nehme jetzt noch meine Karte. Ich habe hier wirklich dieses Neugier pur. Du non mi capisci. Also ich habe das Gefühl, tatsächlich, lieber Wassermann, hier sind mehrere Energien. Okay? Hier ist nicht nur eine, hier ist nicht nur zwei. Vielleicht ist es auch so, jeder hat seinen Partner. Oder hier sind auch andere Menschen, die Einfluss haben, ja? Weil die männliche Energie sagt, du verstehst mich nicht. Du verstehst nicht meine Situation, ja? Hier wird einer nicht verstanden, ja? Jetzt klingelt auch noch mein Haustelefon. Ein Augenblick. So, lieber Wassermann, bin wieder zurück. Ging ganz, ganz schnell, ja? Okay, gut. Du setzt das jetzt bitte um, natürlicherweise. Was haben wir drunter? Non...
Sopporterei di vederti con un altro. Schon wieder die gleiche Energie. Also diese Person kann dich nicht mit einem anderen sehen. Du bist hier in seinem Herzen. Ich weiß nicht, ist es vielleicht dein Partner, mit dem du immer noch zusammen bist? Du bist vielleicht hier verheiratet. Natürlicherweise könnte das hier gut sein, ja? Du setzt das einfach um, aber ich habe hier das starke Gefühl, dass hier zu viele Energien quasi präsent sind, ja? Okay, wo sind jetzt meine Wunderbaren? Hier sind sie doch, siehst du? Da sind meine Karten, meine Amore Dramma für dich im Kollektiven. Was wird uns hier preisgegeben für die männliche Energie? Was sollten wir hier wissen? Die gleiche Karte habe ich gezogen. Wow, ich habe gemischt. Du hast es gesehen, die war am Ende und ich habe die wieder gezogen. Siehst du, wie hier das Schicksal eine große Rolle spielt, wie hier alles zusammenhängt? Conversazione cuore a cuore. Er möchte mit dir reden. Also ich habe das Gefühl, natürlicherweise, hier sind zwei Menschen, die dasselbe spüren. Und diese zwei Menschen sollten sich konfrontieren, sollten diesen wichtigen Gespräch haben. Blocco, hier ist aber auch jemand blockiert. Ich weiß nicht, bist du das? Ja, dass du hier blockiert wirst von dieser Kontrolle, von dieser männlichen Energie, oder ist es die männliche Energie, die hier blockiert ist? Dass jemand ihn aufhält, dass jemand wirklich ihn tatsächlich nicht das machen lässt, was er will. Tempo divino, schon wieder. Wow, lieber Wassermann, hier hat diese göttliche Hand wirklich einen Einfluss auf euch zwei. Ja? Tempo divino, alles nach der göttlichen Zeit. Ja? Das ist alles nach dieser göttlichen Zeit. Alles geschieht, wie es geschehen sollte. Alles bekommt seine Zeit. Das ist wie wenn du sagst, diese Person wird in einer bestimmten Zeit auf mich zutreffen. Es gibt Zeiten, ja, und die können wir uns selber nicht beschreiben. Wir können uns das gar nicht sagen, wieso gewisse Dinge da passieren und nicht so. Oder später oder früher, weil das einfach so sein sollte, ja. Wie gesagt, hier spielt die höhere Macht eine große Rolle. Und wenn die höhere Macht, du bist ja selber mit dein höheres Ich verbunden. Und du bist auch diese höhere Macht. Du hast il divino in te, du hast dieses Divine in dir drin, ja. Du bist ja diese Lichtwesen tatsächlich, ja. Und das ist auch dein Bild, in dem du Teil bist von dieser Situation, ja. Okay, machen wir weiter. Ich kann nicht mal mischen, schon fällt eine Karte. Sechs der Münzen. Wo stelle ich sie jetzt hin? Wow, ich habe gar keinen Platz. Guck mal, ich mache das so. Ich habe jetzt wirklich keinen Platz, lieber Wassermann. Hab Verständnis. Ich weiß gar nicht mal, wohin mit den Karten. Okay, so. Sechs der Münzen ist gefallen. Es erwartet dich eine schnelle Situation, eine Kommunikation. Das ist wie wenn du das gar nicht erwartest. Diese Situation kommt auf dich zu, wenn du das kaum erwartest. Das ist wie wenn du jetzt diese Situation bekommst, die du verdienst im Positiven. Also bei der männlichen Energie ist wie wenn hier etwas kommt und das kommt rasch, schnell. Ja, das ist wie wenn hier diese Situation genau so sein sollte, genau wie wir das beschrieben haben. Ja, und ich denke mir, hier ist es auch so, dass dieses Gleichberechtigung, dass man hier auf Augenhöhe steht, ja, das sollte hier quasi von beide kommen. Das sollte hier etwas Wichtiges sein. Keine Beziehung, ja, wird aufgebaut, indem nur einer diese Beziehung will, ja. Also ich denke mir hier, dass mit einer, ja, eine Beendigung, also ich würde so sagen, hier wird etwas beendet, aber ich sage ganz, ganz schnell, wie wenn man das gar nicht erwartet. Wie, stell dir jetzt mal vor, weil manchmal ist es wirklich schwer, das zu erklären, wie ich das in mir habe, ja, lieber Wassermann. Stell dir mal vor, diese Person hat Komplikationen zu Hause, ja. Du bist jetzt die Frau und du bist jetzt mit diesem Typ zusammen gewesen, ja. Du hattest wie sagt man das, eine Beziehung, eine versteckte Beziehung, eine heimliche Beziehung, weil er immer noch gebunden war mit seiner Frau, ja, oder was es auch immer ist, Partnerin. Du setzt das um und du erwartest es gar nicht, dass er Schluss macht. Das kommt wirklich rasch, ja, diese Beendigung von dieser Situation. Oder das könnte auch gut sein, dass hier wird auf jeden Fall ein Verhältnis beendet zu irgendeiner Person.
aber ganz rasch. Wie wenn man hier sich gar nicht das vorstellen kann und schon ist es passiert. Weil ich sag ja, hier hat auch diese göttliche Hand damit zu tun, ja? Und das passiert gleich. Wie gesagt, du kommst hier raus von den Schmerzen, ja? Das ist eine Person, die hier sagt, entweder oder. Entweder ich bin hier mit dieser Frau zusammen oder mit diesem Mann oder gar nicht, ja? Ich lasse das. Und deswegen sage ich ja, hier hat diese Person wirklich sehr viel mitgemacht. Du siehst es ja hier. Hier liegt diese Person wirklich auf dem Boden. Aber von dieser Situation kommt auch diese Auferstehung, ja, dass man wieder auf seine Beine stehen kann, dass man sagt, endlich erreiche ich das, was ich will. Und das kommt wirklich in einer Zeit, an dem du, das ist wie wenn das vor deinen Augen passiert und du das gar nicht checkst. Kennst du das, lieber Wassermann, wenn gewisse Dinge passieren und du gar nicht, du bist da, aber du bist irgendwie doch nicht da. Und diese Sache passiert und du weißt gar nicht mal, wo bin ich denn? Was soll ich jetzt tun? Weißt du das? Also hier kommt eine rasche Situation, hier kommt eine Situation, die aber als Vorteil ist. Also ich sehe das als Vorteil, nicht als Nachteil. Natürlicherweise, das ist wie wenn hier genau das kommt, wie es kommen sollte. Einen Kompromiss, einen vielleicht auch eine Zusammenarbeit, ja, indem man sagt mit der Ex-Frau oder mit dem Ex-Mann, hey, wir machen das so. Und wir haben hier einen Schluss gefunden. Und ich kann aber jetzt glücklich werden mit dieser neuen Frau oder mit diesem neuen Mann. Okay? Dass man hier gewisse Kompromisse findet. Zusammen. Das geht hier ganz, ganz schnell. Wirklich. Also kaum, dass du vielleicht von dieser Situation weg bist. Du denkst, du bist weg. Aber kaum holt dich diese Situation wieder ein. Okay? Aber diesmal mit einem Entschluss. Nicht mehr mit zwei Füßen. Einmal hier und einmal da. Verstehst du das? Sondern entweder drin oder draußen, ja. Und so sieht es hier aus. Wow, fantastisch, sehr, sehr schön. Diese Legung gefällt mir hier, ja. Okay, gut. Wir machen jetzt hier noch das mit der. Was ist diese Person für dich, ja? Mit den Seelengeflüster. Was bedeutet dir diese Person oder was seid ihr miteinander? Was bedeutest du ihm, ja? Und was bedeutest du ihr? Weil es ist ja klar, ihr setzt das einfach um. Mann oder Frau, ich sag doch, die drehen sich immer. Das sind fantastische Karten, die wirklich sehr, sehr schön sind. Chance. Glaubst du an Wunder? Ich habe uns noch nicht ganz aufgegeben. Wow, das ist wieder diese Bestätigung. Hier kehrt wieder jemand zurück. Wirst du uns aufgeben? Ich denke, unsere Beziehung hat eine Chance verdient. Ich weiß nicht, wer das ist. Ob diese Person hier das kaum erwartet. Seelenreinigung. Ich arbeite an meiner Urwunde und an meinen Ängsten. Was habe ich gesagt? Die männliche Energie, wie genauso die weibliche Energie. Beiden haben Wunden. Beide spiegeln dasselbe. Und wenn du jetzt sagst, Katja, das könnte hier diese neue Person sein, die ich kennengelernt habe, die genauso eine Geschichte hat wie ich, das wundert mich gar nicht. Weil wir ziehen die Personen an, was wir sind. Alles spiegelt sich in diese Karten. Alles harmonisiert hier, ja. Nichts ist anders oder nichts hat irgendwie eine andere Biegung, ja. Du merkst das. Damit wir weiterkommen können, ist es wichtig, dass auch du an deine Themen arbeitest. Beide arbeiten hier. Beide arbeiten hier irgendwie, ja. Und versuchen hier das Beste rauszuholen, ja. Und diese Distanzierung tut einem auch sehr gut manchmal, ja. Vielleicht ist es auch so, du bist befreundet geblieben mit ihm oder mit ihr. Und diese Person sieht aber ein, dass er mehr will, nur als eine Freundschaft. Ja, also bei der weiblichen Energie. Okay, wir machen weiter mit den Zeitkarten. Was geben uns die Zeitkarten? Ja. Welche Zeit? Diese Zeit kann für dich hier bedeutend sein. Also quasi, vielleicht ist es auch so, dass diese Zeit mit dir resoniert. Oder du sagst hier, ich bin da geboren. Diese Datum hat für mich einen, wie sagt man das, einen wichtigen Zeit, ja? Sonntag, R1. Also hier ist Neustart. Geh nach innen schon wieder, entwickle deine eine Vision, ja, das ist klar, du solltest hier etwas entwickeln. Das ist hier die aktive Seite.
kreiere etwas im neuen Sonntag. Vielleicht bist du am Sonntag geboren, ja, oder dein Kind, wenn du jetzt hier eine Mama bist oder ein Vater, du setzt das jetzt bitte um. Sonntag ist ein wichtiger Tag, ja. Das könnte auch gut sein, dass er sich an einen Sonntag meldet. Wer weiß, ja? Bitte setze das um. Sechs. Sechs ist die Vollkommenheit. In sechs finden wir gewisse Energien. Ich sage das immer 3, 6, 9. Das sind wichtige Energien. Genieße die Zeit. 6 Tage, 6 Wochen. Das ist gar nicht so viel, ja. Das könnte gut sein, dass das vielleicht so lange dauert, bis er wieder zurückkehrt oder bis sich er diese Zeit genommen hat, ja. Jetzt gucken wir mal, was uns die Sternzeichen noch sagen. Drunter ist sogar die 7, aber das lassen wir jetzt so. Für dich im Kollektiven. Mit welchen Sternzeichen hast du zu tun, lieber Wassermann? Fliegen hier. Löwe, Neptuno, Fische. Also du könntest hier deinen Aszendent, Mond oder Venus Sternzeichen haben. Und nochmal eine. Sonne, schon wieder. Sonne, Sonntag, siehst du. Also Löwe ist hier sehr, sehr präsent. Und was hast du hier? Alle Luftelemente. Waage, Wassermann zu Wassermann und Zwillinge. Ja, bitte setze das um. Lieber Wassermann, das ist deine Legung hier. Und wenn du jetzt sagst, nein, Katja, das passt gar nicht, dann erzwinge dich nicht, lieber Wassermann. Ja, das ist klar, ihr solltet euch nicht auf die Details anhängen, was ich sage, ich, sie, er. Ich weiß es ja nicht, ja. Ich rede so, weil es ist klar, hier sind zu viele Energien, aber letztendlich weißt du die Antwort. Du kennst deine Situation. Ich nicht. Ich lese hier nur die Energien, ja. Ich wünsche dir, dass du hier wirklich das Beste rausziehen kannst, lieber Wassermann, und dass du hier auch glücklich sein kannst mit dieser Person, weil ich, wie gesagt, hier ist es auch ein bisschen, würde ich sagen, ein bisschen kompliziert, aber dann doch wird eine Lösung gefunden. Wenn du mit der Legung resoniert hast, freue ich mich natürlicherweise über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, lieber Wassermann. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Mach's gut. Ciao.